Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geocraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World. In der letzten Folge haben wir eine Tür gebaut. Wow, aus dem Sinnzusammenhang befreit, dieser eine Satz gestellt. Würde vermuten, dass wir nicht viel Ahnung von Minecraft haben. Bautechnisch wäre das vielleicht auch tatsächlich der Wahrheit. Ähm, aber wir haben es immerhin geschafft, dieses Monster hier zu bauen. Eine vollautomatische Hightech-Tür. Da steckt viel, viel, viel Knobelerei und Arbeit rein. Es befindet sich in unserem Hotel und es funktioniert wie folgt. Das ist wie so ein Werbevideo. Kaufen Sie dieses Produkt. Es befindet sich in unserem Hotel und es funktioniert wie folgt. Kaufen Sie dieses Produkt. Jetzt anrufen unter 0800, 0800. Die okay, meine Damen und Herren, also das ist die. Hightech-Eingangstür. An der Rezeption kauft man sich eine Karte, mit der sich die Tür bedienen lässt. Man wirft die Karte in die Tür. Die Tür öffnet sich. Ihr seht, das grüne Ding geht weg. So, man bekommt jetzt einen Zimmerschlüssel und kann ein Hotelzimmer betreten. Juhu, wir befinden uns nun in einem Hotelzimmer. Können das Hotelzimmer wieder verlassen. So, und können nun mit diesem Schlüssel jederzeit das Hotelzimmer betreten und das Hotelzimmer verlassen. Das haben wir hier gebaut. Und anschließend, wenn wir fertig sind, können wir den Schlüssel... Ist ein bisschen laut hier, ne? Die Minecraft Sounds so. Können wir hier den Schlüssel einwerfen? So. Klicke die und können das Zimmer nun verlassen und ab jetzt sind wir ausgecheckt aus dem Hotel. That's it. Everything we should know about this. Okay, meine Damen und Herren. Jetzt gibt es noch eine Sache. Überlegen, wie wir das Hotel machen. Wir haben ja schon ein bisschen was geplant. Und jetzt sehen wir auch, wie groß die Hotelzimmer dann am Ende des Tages sind. Als allererstes befreie ich die Tür von allen Items, die wir in der Tür eingerichtet haben. Wir werden das alles später nochmal machen müssen. Gesundheit. So. Mal alle Items hier befreien. Okay, 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 gut. Also, wir brauchen später diese, diese Check-in-Karte und wir brauchen ein lock item das wir uns jetzt mal eben ganz kurz erstellen. Also ein Item, welches nicht klonbar ist, nicht nachmachbar ist. Das machen wir wie folgt. Wir gehen als erstes in den Browser und gehen auf die Webseite MC Stacker. Einfach MC Stacker googeln, das mache ich auch immer. So, wir brauchen ein GIF-Command, der gibt uns jetzt ein Item, was wir nicht fälschen können. Und zwar ein Item, das, nehmen wir, das Item nehmen wir mal Strukture Stru Stru Void so structure void und ähm, das item heißt ähm, äh, lock und das ding bekommt noch eine id die verrückt ist also das hier okay gut das war's auch schon da haben wir ein verrücktes Log-Item. Ihr seht, verrücktes Item. Dieses Item wird man sich nicht klonen können oder nachmachen können. Und dieses Item kommt jetzt erstmal hier in die Spender rein, um die Spender zu sperren. So. Und auch hier die Spender zu sperren. Gut, an dieser Stelle haben wir jetzt 19. Ein Stück brauchen wir an dem ersten Slot. Äh, 19, also 1. Warum 19 hin, lass mal nachdenken. Stopp. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3. Genau, zwei Stück kommen da rein. Nein, drei Stück kommen da rein. Okay, gut, 16. Nee, zwei Stück kommen da rein. 17. So, das heißt, wenn ich jetzt zwei Items hier rein tue, müsste das, glaube ich, gehen. Stopp, das müssen wir eben überprüfen. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Nein, hat mich vertan. Gut, 18. 18 dort. Verstanden. Okay, alles klar. <laughs> wichtig, dass, also was ich jetzt mache, ist jetzt einfach deshalb wichtig, damit am Ende hier alles funktioniert. Also 18 Stück kommen wir mal auf die Position. Und dann haben wir auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Hier kommen 19 hin. 19, 20, also doch 18. Ja, doch, alles gut. 18. Ja, ja, Moment, ich habe nicht nachgedacht. Josef, denkt mal nach. So, okay, 18. Und hier auch. Warum mache ich das? Ich bereite das Ganze jetzt vor, dass wir es klonen können und später nicht so viel Arbeit haben beim Einrichten. Wir müssen mich jedes einzelne Zimmer irgendwie absichern, indem wir jedem einzelnen Zimmer eine unikate-ID geben. So, jetzt ist alles zurückgesetzt. Die Technik sollte nun betriebsbereit sein. Ja, ist sie. Okay. Dann können wir die Technik jetzt einscannen. Das machen wir mit einem Structure Block. Wir wollen Sie ja kopieren, diese Technik. Das heißt, als allererstes setzen wir einen Structure Block. Hier hin und hier nach Augenmaß. Okay. <laughs> Nein, stopp. Nicht nachgedacht. Das muss ja auch noch mit rein. So, das ist ein Saver, der heißt jetzt Tür. Oder nur einfach TR. Nein, Hotel Tür. Ah, ein Ü gibt es nicht. Hotel Tür. Hotel Door von mir aus. So, dann ist das hier ein sogenannter Corner Block, also Eckpunkt Block. Man muss wissen, wie die Dinger funktionieren. Das ist ein Eckblock. Das ist der andere Block. Die detektieren den Bereich. Kurzer Check, ob alles drin ist. Ja, das sieht vernünftig aus, es ist alles drin, also wird gespeichert und safe. Gut. Als nächstes laden wir genau dieses Ding hier. Das Ding heißt Hoteltür. Hotel-Dor. Und wir machen jetzt draußen Lader, der lädt die Hoteltür. So. Nein, macht er nicht. Doch, lade. Hotel-Dor. Load. Okay, da ist sie. Das ist jetzt unsere zweite Hoteltür. Die werden wir jetzt einmal spiegeln, einmal auf die andere Seite spiegeln. Stopp, nicht so spiegeln. Wir wollen sie so gespiegelt haben. Okay, perfekt. Also einmal Punkt gespiegelt. Das sehen wir jetzt an diesen Kreisen. Ihr seht der rote Strich, also der grüne Strich, ist immer hier. Ist quasi. Das ist immer die Ecke, wo alle Striche zusammenlaufen, ist die Ecke. Das ähnelt sich diesem Koordinatensystem. Ihr seht den Strich in der Mitte. Dort laufen alle Punkte zusammen. Na, seht ihr das? Dass es hier Rot, Blau und Grün Zusammenlauf. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einmal rot wupp, auf die andere Seite gespiegelt. Also quasi von so nach so. Kann ja schlecht sagen. Das heißt, genau so, wie ich es mir gerade vorstelle. So, das heißt, wir müssen den Structure Block nun korrekt platzieren. Ich habe den Structure Block mit so kopiert, dass ich ihn platzieren kann, wie ich will. So, und da laden wir jetzt die zweite Tür rein. Und da. Mm, 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 okay. Nicht nachgedacht. Ja, hier ist unsere zweite Tür. Ganz schlecht. Und jetzt haben wir schon alles kaputt gemacht. Supi! Leute. Leute, wir machen hier alles kaputt. Haben schon verkackt. So. Nächster Versuch. Möge diese Tür resettet sein. So, Ruhe. Okay gut aus ja das sieht gut aus das ist aber jetzt direkt nebeneinander und ich möchte es gerne so haben und zack ja nun passt es das sieht jetzt gut aus so schön das ist jetzt mal endlich so wie ich es mir vorgestellt habe also und damit haben wir jetzt die beiden Luxuszimmer definiert das hier kommen später unser Luxuszimmer unser, unsere Luxuszimmer rein Das, ist die Türen für, das sind die beiden Türen für das Luxuszimmer. Okay. Alles klar. Und dann haben wir hier die Innenwände. Wir haben ja gesagt, die Innenwände dieses Hotels machen wir aus einem etwas spacigeren Material. Okay. Gut. Damit ist der auch Bereich geklärt. Der Bereich auch geklärt für die Luxuszimmer, die nach vorne offen sind und zu beiden Seiten offen sind. Das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt ist die nächste Frage: Wohin kommen die? Standardzimmer. Die Frage ist: Schaffen wir es wirklich auf diesen engen Platz, diese Menge an Standardzimmer zu setzen? Ich glaube zwar nein, aber gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, der rote muss jetzt so gedreht werden. Das heißt, wir setzen jetzt mal den hier hin und drehen das Ganze um 90 Grad. Jetzt ist der rote da. Nein, das gefällt mir nicht. Drehen wir es um 180 Grad. Nein, 270 Grad. Besser. Nö, genauso schlecht. Ähm, 180 Grad. Auch doof. Okay, dann machen wir gar nichts. Machen wir so. Und drehen das jetzt mal. Stopp. In die Richtung, in die rot geht, ist die Tür. Das heißt, die Tür ist jetzt so ausgerichtet. Das heißt, die Tür... Ah, stopp, stopp, stopp. Die Tür ist so ausgerichtet. Die Tür ist... Oh, war da Logik. Hilfe, die Logik. Macht mir zu schaffen. Warte mal. Okay, das macht Sinn. So, jetzt müssen wir... Sagen halt das Moment irgendwas macht hier keinen Sinn. Stopp, Alter. komm nicht klar. Alter, wieso Moment. stimmt nicht. Alter, die Tür ist jetzt genau so ausgerichtet wie die Tür. So, und wir wollen die Tür jetzt so drehen. Ich drehe jetzt einfach mal um 90 Grad. Mal gucken, was jetzt passiert. Der will mich wohl verarschen. Ich glaube, er verarscht mich, ja. Ich glaube, dass diese Striche nicht richtig stimmen. Die Tür in die Richtung gedreht. Die Tür ist nach links ausgerichtet. Ich überprüfe das jetzt erst, bevor ich sie einfüge, die Tür. Ob ich die jetzt von der Ausrichtung her korrekt habe. Also wenn ich mich richtig nicht täusche, müsste die Tür jetzt so sein. Ja, genau. Ihr seht, die Tür ist jetzt so. Okay. Das heißt, hier ist auch die Tür an dieser Stelle. Gut. So, da möchte ich auch gerne die Tür hin haben. Und zwar hierhin da soll die Tür rein. Habe ich das jetzt richtig durchdacht? Ja, ne? Muss das es nur noch auf die richtige Höhe bringen. So, da ist die Tür. Allerdings finde ich, dass die Tür einen Block weiter, ne zwei Blöcke weiter nach vorne müsste. Gucken, ob ich jetzt die Tür hier einfüge. No, das heißt, wir müssen jetzt erstmal diese Tür hier löschen. Schön. Ne? Also das ist jetzt richtig herrlich. Das ist richtig eklig, Leute. Wir müssen jetzt einfach das alles richtig kopieren. Und wie gesagt, wir haben nur Vanilla. Mit Redstone wird es bestimmt einfach und schnell gehen. Aber Leute, es wäre langweilig für uns. Wir sind doch Redstone und Logik begabt. Jetzt ist die Tür. Ja, jetzt ist sie perfekt. Genau so wollte ich die Tür haben. Supi. Korrekt, die Tür ist jetzt wunderbar. Und ich habe. Ah, verdammt nicht, ich habe den äh, Structure Void Block, den Structure Block gelöscht. Dann nehmen wir den hier. Okay. Und fügen jetzt zwei Blöcke daneben die andere Tür ein. Stopp. Äh, hallo? Hallo? Hallo dahin. Und die soll jetzt einmal gespiegelt werden. So, und einfügen. Stopp! Ja, Mann, geht doch. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so, nicht anders. Genau, schön. Okay, gut. Perfekt. Es sieht sehr gut aus für uns. Was wir jetzt machen, ist dieses Ding auf der anderen Seite einfügen. So, hier und hier. Nehmen wir es einmal um 180 Grad drehen und hier einfügen. Das ist nicht richtig. Okay. Mhm. So einfach macht uns das Leben Minecraft jetzt doch nicht hier. Nein. So einfach können wir es dann doch nicht wieder machen. Schade eigentlich. Also. Ich glaube, das ist jetzt richtig. Würde wetten. Korrekt. Und dann hier noch einmal gespiegelt. Bingo. Und damit sind alle Türen nun drin. Wir können jetzt die Structure-Blöcke zerstören. Okay. Und schon sieht das Ganze anspruchsvoll aus. Na, schaut mal einen an, Leute. Ich finde, das sieht gut aus. So. Mir persönlich gefällt das fühle mich glatt hier zu Hause. Jetzt wird es Zeit, diesen Flur hier zu bauen oder den Flur zu verzieren. Da haben wir gesagt, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen, dass es am Ende des Tages schön aussieht. Hm. Das ist das zu eng? Ich weiß es noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Also, wenn man hier entlang kommt, in dem Flur. So. Nö, das passt. Vom, vom, nee, vom Für am Flur ist das genau richtig: In der Größe her. Denn die Zimmer wollen ja auch noch irgendwie mit eingebaut werden. Und die Zimmer sollen natürlich auch noch ein paar technische Spielereien bekommen, die wir uns allerdings noch später machen können. Also der Flur ist genau in der Mitte. Wir haben zwei Standardzimmer, zu rechten und zur linken. Das Ganze hier gefällt mir halt von der Optik noch nicht komplett. Da werde ich aber auch nochmal gleich eingreifen. Ähm, hier zum Beispiel finde ich, kann man getrost das Material hier hinsetzen. Da haben wir kein Problem. Hier sind die beiden Luxuszimmer. Und hier sind die vier Standardzimmer. Jetzt haben wir natürlich noch hier den... Knöterich dort stehen. Ähm, da wollen wir eventuell mit sowas hier arbeiten. Die Frage ist, kann ich hier? Ja, müsste eigentlich gehen. Ich müsste eigentlich hier ähm, Klappen dran machen können, damit das aus, damit es ein bisschen schöner aussieht. Die Klappen dürften sich nicht öffnen. Ich wüsste nicht, wie die sich öffnen könnten. Es gibt doch die. Ah, nee, doch nicht. Nee, schon gut. Hab nichts gesagt. Nee, nee, das funktioniert. Okay, dann können wir nämlich hier sowas können wir ein bisschen Zier hier reinstellen, damit das alles am Ende des Tages nochmal schön aussieht. So, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, einmal verschwindet dahinter unsere Technik und es sieht einmal ganz nett aus. So, machen wir. Ach, guck mal, hier haben wir die Epinoe. Nee, In Minecraft haben wir verschiedene Pflanzen. Zum Beispiel könnten wir auch die sagen umwogene sie, Da, die, ähm, wie heißt die nochmal? Poppy. Genau, die. Poppy. Könnten wir hinsetzen. Aber nein, ich finde dann doch die. Na? Doch. Nee. Okay, jetzt, jetzt haben wir noch ein Problem. Und zwar, ihr seht schon, äh, wir wollen da jetzt irgendwie die Decke reinkriegen. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine gute Frage wegen der Fackel, die dort ist. Und die macht uns gerade ein kleines Problemchen. Nee, ich glaube, dann können wir das nicht machen. Hier müssen wir tatsächlich irgendein anderes Material hinsetzen. Aha. Also befürchte, wir müssen dann doch die hier hinsetzen, weil wir sonst die Decke nicht einsetzen können. So. Zum Thema Decke kommen wir jetzt. Also, wir sind im Hotelgang. Das darf ruhig eine relativ helle Decke sein im Hotelgang. Eine sehr neutrale und kalte Decke. Da arbeite ich ja meistens immer mit diesen Materialien. So, das heißt, wir setzen nun da einen Konturrahmen hin. Boah, ich liebe es. Also in Architekt mache ich immer sehr gerne. Sowas. Auch in Minecraft macht sowas sehr, sehr viel Spaß, finde ich persönlich. So. Auf dem Flur hat man immer ein sehr diskretes, einfaches Licht. Genau, hier dürfen wir das ein bisschen so zur Seite strecken, weil wir am Ende des Gangs sind. Man könnte jede Etage mit einer anderen Grundfarbe ausstatten, theoretisch. So. Ach, was habe ich kaputt gemacht? Die Kolben habe ich kaputt gemacht. Okay. Zack, Problem gelöst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber mir macht sowas mega viel Spaß. So viel Spaß, dass die Zeit vergeht und ich gar nicht auf die Uhr gucke. An dieser Stelle machen wir den Einschub. Im nächsten Part geht es weiter. Wir spielen in Architekt hier in unserem wunderschönen Redstone-Hotel. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.